Hallo und herzlich willkommen zu Ihren Krone News am Nachmittag am Freitag, den 17. April. Ein kurzer Blick auf die Zahlen. Es wurden mehr als 14.500 Menschen in Österreich jemals positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind allerdings nur mehr weniger als 4.500 Menschen erkrankt. Knapp 10.000 Menschen sind bereits wieder genesen. Im Krankenhaus sind derzeit nur mehr rund 900 Menschen, darunter 227 auf der Intensivstation. Verstorben sind in Österreich etwa 400 Menschen an Covid-19. Getestet werden derzeit übrigens rund 6.500 Menschen am Tag. Es gibt jetzt auch einen Fahrplan für die Kulturstätten des Landes. Ab Mitte Mai dürfen Museen aufsperren. Die Bundesmuseen wollen jedoch gemeinsam und koordiniert erst Ende Juni wieder aufmachen. Große Veranstaltungen wird es bis 31. August nicht geben. Keine Stadtfeste, keine Festivals und auch kein Donauinselfest also. Bibliotheken und Büchereien dürfen Mitte Mai ebenso öffnen, jedoch keine Lesesäle. Freiluftkinos könnten bereits im Sommer öffnen, Kinos insgesamt wollen aber erst Anfang September wieder öffnen, weil sie im Sommer ohnehin weniger Umsatz machen. Auch die Krankenhäuser versuchen schrittweise wieder in den Normalzustand zurückzukehren. Jede Anstalt erarbeitet einen eigenen Plan zur Öffnung. Besonders wichtig ist nach wie vor, dass sich Patienten nicht in den Spitälern mit dem Coronavirus infizieren, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute in einer Pressekonferenz betont. In Ordinationen wird weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich sein und auch dort werden wir die Abstandsregeln einhalten müssen. Es wird viel über die Schulen und die Universitäten geredet, weniger allerdings über die Kindergärten. Theresa Duflo ist Obfrau eines elterngeführten gemeinnützigen Vereins, der in Brunn am Gebirge ein Montessori-Kinderhaus betreibt. Wie viele Privatkindergärten hat das Haus zwar einen Notpolster, ist aber durch die Corona-Krise finanziell getroffen. Die Leiterin hofft auf Unterstützung durch das Land. Klar ist, dass es eine Sonderförderung geben wird, aber noch nicht wann und in welcher Höhe. Ich habe per Videochat mit ihr über das Thema gesprochen. Warum sind denn private Kindergärten in Niederösterreich so wichtig? Also prinzipiell aus meiner Sicht ist das Bestehen von privaten Kindergärten besonders wichtig für Kinder unter 2,5 Jahren, weil es hier in Niederösterreich vom Land kein Angebot gibt. Also ab 2,5 Jahren kann man sein Kind in einen Landeskindergarten geben und dann gibt es da auch natürlich Plätze und alles. Aber unter 2,5 gibt es in Niederösterreich nur private Anbieter oder Tagesmütter oder Tagesväter, die die Kinderbetreuung übernehmen. Und dahingehend auch unter 1,5, also für Kinder ab einem Jahr zum Beispiel, wo für viele die Karenz endet, ist es extrem schwierig, Betreuungsplätze zu finden. Also bei uns im Kindergarten, wir sind ein relativ kleiner Privatkindergarten, wir können bis zu 40 Kinder betreuen und haben 6 Pädagoginnen beschäftigt. Das sind also so die Größenordnungen, von denen wir sprechen. Und was ist denn, wir wissen, während also der Corona-Krise waren Kindergärten und Schulen gezwungen, auf Notbetrieb sozusagen umzustellen und nur mehr jene Kinder zu betreuen, wo die Betreuung zu Hause nicht möglich war, weil die Eltern vielleicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder ähnliches. Was hat diese Krisensituation, diese Notsituation in Ihrem Kindergarten ausgelöst? Also bei uns die Fragestellung oder die größte Fragestellung zu diesem Thema anfangs war, wie lösen wir dieses Thema für unsere Kinder natürlich, also die betreut werden müssen. Es sind eigentlich dann letztendlich, wenn man wirklich ganz hart auf hart nur auf systemrelevant geht, also wenn man diese Definition nimmt und die Liste nimmt, wo aufgezählt ist, wer quasi sein Kind noch bringen darf. Ja, das Ganze wird dann wieder breiter gefasst, wenn man sagt, für alle Eltern, die keine andere Art der Betreuung haben können. Oder seit letzter Woche wurde auch gesagt, dass es keine Schande ist, tageweise die Kinder mal in den Kindergarten zu bringen, wenn das einfach gar nicht mehr funktioniert mit der Betreuung zu Hause. Aber eben hier war das größte Thema zu sagen, wie viele Kinder kommen wirklich. Es ist relativ gering dann doch. Es sind 1 bis 3 Kinder, die diese Betreuung in Anspruch nehmen. Dafür benötigen wir aber eine Pädagogin, die natürlich Vollzeit angestellt ist. Und wir benötigen quasi eine als Backup. Das heißt, wir müssen das Ganze auch so regeln, wenn eine krank ist oder ausfällt oder falls gerade mit Corona etwas passieren sollte und ausbricht oder irgendwas. Also wir haben eigentlich 2 Pädagoginnen, die arbeitend oder als Backup sind.
Das heißt, wir konnten von der Kurzarbeit, wir können von der Kurzarbeit natürlich auch nicht voll profitieren, weil zumindest eine Pädagogin muss fix da sein und bei der anderen muss es so geregelt sein, dass die jederzeit einspringen kann. Also das ist schon einmal ein Thema. Ja, und prinzipiell das Thema war auch, dass ursprünglich gesagt wurde, bis zu den Osterferien und dass es dann von der Kommunikation her eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen ausgesetzt hat, weil die Kindergärten eigentlich kaum mehr erwähnt werden. Also es heißt immer wieder, wann die Schulen vielleicht wieder öffnen und nebenbei heißt es dann ab und zu mal was vom Kindergarten, aber eigentlich ist sehr lange jetzt nichts mehr kommuniziert worden, wie mit den Kindergärten umgegangen wird und welche Richtlinien oder welche Empfehlungen den Kindergärten gegeben werden. Also hier tun wir uns ein bisschen schwer, weil wir natürlich nicht in Eigenregie jetzt unseren Kindergarten wieder aufmachen können und nicht wissen, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Und wenn jetzt bis Mai tröpfchenweise mehr Kinder hineinkommen, haben wir auch wieder das Thema, dass man ja eigentlich Gruppen separieren soll. Es sollen ja nicht mehr als 5 Kinder, glaube ich, mit einer Betreuerin jetzt in einer Gruppe sein oder mit einer Pädagogin. Und dann ist halt auch die Sache, inwieweit können wir das organisieren, dass wir die Kinder in Grüppchen trennen. Bei uns würden dann 3 Grüppchen, sage ich jetzt einmal, im Hause Platz haben. Das heißt, wir könnten eigentlich nur bis zu 15 Kinder aufnehmen. Also das sind einerseits ganz viele offene Fragen, die da eher auf Bundesebene entschieden werden müssen sozusagen. Und dann ist aber noch der finanzielle Aspekt, das Ich-Du-Wir-Montessori-Kinderhaus ist ja ein Verein, also das ist ja ein gemeinnütziger Verein, der nicht auf Gewinn ausgelegt ist und von den Eltern sozusagen betrieben wird. Wie geht es Ihnen denn finanziell in der Situation jetzt? Ja, das große Thema ist eben, dass wir nur auf die Solidarität der Eltern pochen können, im Moment die Mitgliedsbeiträge weiter zu bezahlen, weil wir eben durch die Kurzarbeit, die uns zwar im Nachhinein natürlich durch diese Krise helfen wird, aber jetzt mal im Moment gezwungen sind, selbst die Gehälter vorzustrecken. Also wir zahlen unsere Pädagoginnen weiter und bekommen dann frühestens 8 Wochen später vom AMS einen Großteil zurückfinanziert, was ja eine tolle Sache ist, aber das Problem ist eben die Zeitspanne. Und wie wir schon besprochen haben, als gemeinnütziger Verein hat niemand jetzt eine großartige Reserve irgendwo liegen. Und damit wird es schon einmal kritisch. Und es wurde uns vom Land jetzt gesagt, dass es eine Sonderförderung geben wird, was auch toll ist, um das zu überbrücken und eben den Eltern den Druck dieser finanziellen Leistung nehmen zu können. Aber auch diese Sonderförderung, da wird es erst frühestens mit Ende April eine Info dazu geben. Also es ist einfach vom Timing her extrem schwierig, das zu überbrücken. Das ist das große Thema, dass man wirklich nur darauf hoffen kann, dass die Eltern die Kindergärten weiter unterstützen und bereit sind und das auch können, in der jetzigen Zeit die Beträge weiterzuleisten. Das klingt aber, als hätten Sie von der niederösterreichischen Landesregierung bereits die Zusicherung bekommen, dass die privaten Kindergärten hier sozusagen nicht alleine gelassen werden und dass es Hilfe geben wird. Ja, es wird auf jeden Fall eine Hilfe geben, aber wir wissen eben noch nicht genau, in welcher Höhe und wann diese Hilfe kommen wird. Also es ist im Moment eher die Unsicherheit und die Zeitverschiebung, die uns hier Sorgen bereitet. Sieht es so aus, als würde es das Kinderhaus sozusagen schaffen, durchzutauchen? Also wir setzen alles daran, um im Herbst weiter aufmachen zu können und unseren Betrieb weiterführen zu können. Wir haben eine tolle Elternschaft, die hinter uns steht. Und wir vertrauen darauf, dass da ein bisschen Geduld noch möglich ist und dass das Vertrauen da ist, dass wir das Bestmögliche tun und eben, dass diese Unterstützungen dann so kommen werden, dass alle Eltern entlastet werden. Also wir sind schon optimistisch, aber natürlich kämpfen wir und versuchen hier alles in die Wege zu leiten. Dadurch sprechen wir auch mit Medien, um sicherzustellen, dass das Ganze Gehör findet, das nötig ist. Dann hoffen wir aufs Beste. Vielen Dank, Frau Duflo, für das Gespräch. Gerne, danke. Wann die Kindergärten tatsächlich wieder öffnen dürfen, ist von Bundesseite aus noch unklar. Die Austrian Airlines verlängert die Kurzarbeit für 7.000 Mitarbeiter bis 19. Mai. Grund dafür seien die weltweiten Entwicklungen und die weiterhin aufrechten Reisebeschränkungen. Es gebe schlichtweg keine Nachfrage, heißt es seitens des Unternehmens. Am Donnerstag haben außerdem Verhandlungen um Staatshilfen begonnen. Da geht es alleine fürs heurige Jahr um 800 Millionen Euro. Außerdem spricht die AUA-Führung mit Betriebsrat und Gewerkschaft über einen Sparkurs. Viele Juristen stufen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie als teilweise problematisch und rechtlich unsauber ein. Jetzt nimmt Ex-Justizminister Clemens Jablona das Bundeskanzleramt in die Pflicht.
Das Kanzleramt sei für die verfassungsgemäße Vorbereitung aller Rechtsakte zuständig, so Jablonner, und die geregelten Prozesse seien auch unter Zeitdruck einzuhalten. Man könne sich nicht auf den Verfassungsgerichtshof herausreden, so Jablonner in Anspielung auf Äußerungen von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und eine herzerwärmende Meldung ganz abseits von Corona. In Krems hat ein Polizist ein Reh gerettet und in den Wald getragen. Das Tier hatte sich in eine Wohnung mitten in Kremsstein verirrt, wahrscheinlich weil es verängstigt war und durch die offene Wohnungstür flüchten wollte. Als die Beamten eingetroffen sind, ist das völlig erschöpfte und verängstigte Tier im Vorraum der Wohnung gelegen. Einer der Polizisten ist auch Jäger und wusste daher genau, was zu tun war. Er hat das Reh einfach geschultert und hat es vorsichtig bis zum Goldberg getragen. Von dort aus ist das Tier unverletzt in ein Waldstück davongelaufen. Das waren die Themen heute am Freitag. Wir halten Sie selbstverständlich auf krone.at am Laufenden. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, dass Sie zusehen.